Ja, hallo zusammen nochmal. Wieder eine Folge vom fröhlichen RC-Elektronik-Basteln. Letztes Mal, in der letzten Folge, hatte ich gezeigt, wie dann doch diese alte 40 MHz-Anlage zusammen mit der Doppelschottelsteuerung funktioniert. Und zwar ging das über einen 40 MHz-Empfänger, ist ja klar, das ist derselbe wie. Also, das ist ein Corona RP8D1, leider ohne Gehäuse, damit man die LED dort besser sehen kann. Und der gibt hier an dem ersten Konnektor ein CPPM-Signal aus, also ein Combined PPM-Signal, wo dann alle 8 Kanäle rauskommen. Das kennen sicherlich die ein oder anderen von euch, das gibt es bei vielen Empfängern, aber nicht bei allen Empfängern. Man kann also über die Art und Weise die Schottelsteuerung dann benutzen. Es geht allerdings auch ein bisschen anders, zeige ich dann wieder nochmal in einem späteren Video. Aber der Inhalt von diesem Video soll eigentlich sein, wie ich diese Schottelsteuerung auch ohne die Radio Master konfigurieren kann. Denn wenn wir mit so einer 40 MHz-Anlage arbeiten, dann hat man ja keine Möglichkeit, erstmal direkt auf die Schottelsteuerung drauf zuzugreifen und dort irgendwelche Einstellungen zu tätigen. Um das zu ermöglichen, hätte man verschiedene Wege. Ich hatte jetzt überlegt, ob man da vielleicht ein Bluetooth-Modul drauf macht, sodass man per Handy oder PC das Ganze dann konfigurieren kann. Aber das war mir alles viel zu umständlich. Es hätte auch wieder ein bisschen Platz gebraucht auf dem Board. Deswegen habe ich mir folgende Idee überlegt. Es gibt ja, also Crossfire-Input haben wir ja sowieso und die Empfänger kosten nicht mehr, beziehungsweise eher weniger als ein Bluetooth-Modul. Deswegen lassen wir das Ganze so. Also die Verbindung zum PC stellen wir über Express LRS her. Ja, hört sich ein bisschen strange an, aber geht ganz problemlos. Und dazu gucken wir uns das mal an, was hier auf dem Breadboard aufgebaut ist. Da haben wir nämlich hier auch einen kleinen Express LRS-Empfänger. In dem Fall ist es, glaube ich, ein Radio Master RP2, also der mit der keramischen Turmantenne. Und der ist einfach verbunden hier an einem USB zu Serielladapter. Und den stecke ich jetzt gleich in den PC. Das ist also die Gegenstelle. Wir senden also vom PC über USB seriell dann an das Express LRS-Modul. Und das verbindet sich dann mit diesem Empfänger und wir können am PC ganz normal arbeiten. Am PC benutzen wir dann eine Software, die nennt sich ELRS Buddy. Ich zeige das kurz. Ich gehe mal kurz, ich hole mir den Webbrowser hierher. Da habe ich die URL schon mal eingetragen. Die seht ihr hier. Das ist ein ganz pfiffiges Tool. Das lässt nämlich das Express LRS Lua-Skript einfach im Browser hier laufen und erlaubt dann die ganz normalen Konfigurationen durchzuführen, die ich sonst über den Sender durchführen würde, über das Express LRS Menü. Also hier läuft auch das ganz normale ELRS Lua-Skript drin. Ja, damit das funktioniert, erster Schritt, ich stecke mal. Man kann es vielleicht gerade noch sehen, das USB-Kabel an meinen PC ein. Dann tut sich da was und auch das fängt an zu blinken. Ja, man sieht das. Ich hole jetzt wieder das Fenster hier vor. Ich suche mein USB zu Seriell-Brücke. Das ist die hier. Und super, was passiert jetzt hier? Jetzt haben wir es, glaube ich, geschafft. Genau. Und sage Connect. Und dann schaut das schon so aus wie auf dem Sender. Ich habe also hier das Menü von dem kleinen Sendemodul. Und jetzt schalte ich einfach unseren ganzen anderen Kram ein. Ich mache das Fenster kurz mal an die Seite, damit man sieht, was hier auf dem Tisch ist. Also ganz normal wie bei der letzten Folge. Das ist momentan alles aus. Ich schaue noch mal drauf, ob da jetzt kein Kurzschluss entstanden ist irgendwo. Nein, das sieht gut aus.
Ja, wenn ich das jetzt einschalte, wird natürlich hier die Doppelschottelsteuerung eingeschaltet, der Empfänger wird eingeschaltet, aber auch die 40-Megahertz-Anlage, die hat keinen Akku, die wird über das Netzteil mit versorgt. So, dann ist das hier gebunden, das sieht man hier dran. Und auch da leuchtet's. Ja, jetzt schalte ich wieder zurück auf unseren Browser und ähnlich wie bei der Radio Master muss ich hier ein Refresh durch die Escape-Taste einleiten. Beziehungsweise hier ein Restart. So, und jetzt haben wir hier unten den Punkt Other Devices. Wie üblich, da gehe ich drauf. Ah, da haben wir jetzt nur den RP3-Empfänger zu sehen. Ich mache nochmal einen Restart, damit die anderen Devices dann auch kommen. Und da haben wir unsere Shuttle-Steuerung und den Multiswitch. Wunderbar. Bei der Shuttle-Steuerung kann ich jetzt da hineingehen und die umschalten auf den Datenstrom, von dem die Kanaldaten genommen werden sollen. Wir schauen mal ganz kurz noch mal auf den Basteltisch, weil eine Sache habe ich nicht gezeigt. Also mittlerweile ist ja der Corona-Empfänger hier gebunden mit der 40-Megahertz-Anlage. Und jetzt gehe ich wieder zurück auf den Browser, wenn mir das denn gelingt, hier wieder die richtigen Knöpfe finden. Da haben wir den Browser und statt Crossfire konfiguriere ich jetzt hier, ach so, muss ich in den Browser einmal draufklicken. So, und dann konfiguriere ich hier wieder den Puls-Input, also in dem Fall CPPM. Ja, und man hört schon im Hintergrund, dass das Zappeln wieder anfängt. Ich blende nochmal um. Dann haben wir das hier zu sehen. Und ich kann jetzt hier auch das eine Shuttle steuern und mit dem anderen Knüppel ist jetzt nicht mehr ganz im Bild, aber es geht auch. Kann ich den anderen Shuttle steuern. Ja, und gleichzeitig habe ich die Möglichkeit eben über den Browser hier verbunden zu sein und immer noch alles andere zu konfigurieren, was ich konfigurieren möchte. Beispielsweise die Nullposition. Ja, man hat es, glaube ich, gehört, das Servo ist kurz angesprungen und hat seine Nullposition verändert. Ja, wunderbar. Das geht super. Das heißt, man kann einfach einen zusätzlichen kleinen Express-LRS-Empfänger günstig im Modell verbauen und hat damit immer noch die Möglichkeit, über den PC über 10 Kilometer hinweg sein Modell zu konfigurieren. Ja, besser kann es eigentlich nicht sein. Okay, Dankeschön fürs Zuschauen.